Heute geben wir 100 Euro im Stumblegeist Glücksrad aus für den Special Samurai Skin. So, Leute, wir gehen jetzt erstmal zum Stumble Pass und gehen erstmal hier drauf auf aktivieren. Oh, warte, ich muss Gems ausgeben? Warte, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich echt Geld ausgeben? Ah, da steht es. Starterpaket. Okay, let's go. Warte, kaufen wir jetzt mal das Starterpaket, Leute. Da, Kauf abgeschlossen. Perfekt. So, jetzt gehen wir erstmal rüber zum kostenlosen Spin. Spinnen wir nochmal eine Runde. Wir kommen aus dem ersten Glücksrad-Spin. 150. Nein! Ich dachte gerade, oh Mann. Okay, wir haben den Mime Grimaldi bekommen. Das ist ganz cool, Eck. Den rüste ich aus. So, auf jeden Fall, was ich eigentlich machen wollte, war zum Stumble Pass zu gehen und dann erstmal den aktivieren für 1200 Gems. Let's go. So, wie kann ich den komplett durchkaufen, ist jetzt die Frage. Sag mir bitte, ich muss den alles einzeln durchkaufen. Bitte sag mir, ich muss den komplett einzeln durchkaufen. Kann ich den nicht irgendwie so in einem Bundle durchkaufen? Musst du... Oh, okay, dann machen wir das. Und erstmal 30 Gems ausgeben, 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 30 Gems ausgeben. Und wir haben keine Gems mehr, Leute. Bedeutet also, gehen wir jetzt erstmal rüber. Wo war das? Da genau, zum Shop. Ja, kaufen wir uns das Vorteilspaket. Let's go. Kaufen wir uns erstmal das Vorteilspaket für 10 Euro. Jetzt habe ich erstmal das Vorteilspaket für 10 Euro gekauft. Let's go. Wieder zum Stumble Pass. Freikaufen. 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 Alles schön freikaufen, Leute. Freikaufen. 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 Digga, wie viele Level hat denn der Season Pass? Was, Bruder? Das ist der 20? Ne, wir sind hier schon bei 25. Alles schön freikaufen. Wichtig, Leute. Ah, okay, bis Level 30 geht. Hab verstanden. Okay, let's go. So und so. Und jetzt haben wir den komplett durchgekauft, Leute. Jetzt haben wir den Season Pass komplett durchgekauft. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir erstmal alle Juwelen und alle Stumble-Tokens abholen. Warte, komm, schauen wir jetzt mal den Emote an. Oh, warte, können wir nicht anschauen? Ah, da ist der Emote, okay? Taunt. Was macht der Breda? Den brauche ich. Den brauche ich so sehr, den Emote. Außerdem haben wir einen weiteren kostenlosen Spin. Let's go. Let's go, wir brauchen den Spin erstmal. Das ist verarsche. Das ist so verarsche. Ich krieg ein Stumble-Token. Das ist so verarsche. Oh, Mann. Egal, okay, gehen wir rüber zum Stumble-Pass. Gönnt ihr mal kurz den Emote hier. Der ist kacke zwar, aber nehmen wir uns trotzdem mit. Stumble-Token nehmen wir mit. Fußabdrücke, was ist das bitte? Ah, da sehe ich. Seht ihr das, Leute? Aha. Da kann man die Fußabdrücke ändern. Das ist cool. Ändern wir das mal kurz zu Konfetti. So, machen wir weiter. Gönnen wir jetzt mal kurz den Stumble-Token hier. Die Animation. Da bin ich auch gespannt für, was rauskommt. Das ist die normale Siegesanimation. Was ist das hier? Einfach Hampelmänner. Nehme ich auch mit. Gönnen wir jetzt noch mal kurz hier wählen. Dann den Spot-Animation, meine ich. Die normale Emote. Warte, gehen wir mal kurz rüber. Der Spot-Emote. Ich bin gespannt. Das ist auch ein geiler Emote. Was sagt ihr? Einzelnen Chat, falls ihr den Emote auch geil findet. Jetzt komm, verwenden wir den erstmal hier hin. Das ist ein geiler Emote. Leute, machen wir kurz nochmal die Animation hier hin. Was macht denn die Animation hier? Einfach ein Backflip. Was? Das will ich machen. Scheiß auf die Hampelmänner, Digga. Backflip ist wichtig. Gut, Stumble-Token. Juwelen. Juwelen. Fußabdrücke, die sind nicht so nice. Glaube ich, können wir uns aber gleich nochmal anschauen. Oh, die sind nice. Okay, warte. Let's go. Schauen wir uns die Fußabdrücke an. Schauen wir uns mal die Fußabdrücke an, Leute. Da, das ist die Dollar. Das sind die Dollar. Die gefallen mir. Die Totenköpfe. Na, sind nicht so nice, finde ich. Wenn die komplett weiß wären, wären die ein bisschen cooler, aber nee, nicht so nice. So, okay, wie wäre das zum Stumble-Pass? Können wir uns nochmal kurz hier die Juwelen. Die Spot-Animation. Ah, das ist ein Taunt. Jetzt verstehe ich. Okay, was macht die? Der kann aber breakdancen. Die will ich auch haben. Dann haben wir nochmal diese Animation hier. Den Stumble Token. Die Stumble Tokens. Dann haben wir den Emote hier. Hören wir nochmal kurz hier rein. Welche Animation hatten wir hier? Was ist das? Was ist das? Okay, dann bleibe ich hier beim Backflip. Gut, Leute, jetzt kommt es zu einem Zeitpunkt, wo alles sehr, sehr wild wird. Oh, warte, nee. Ich muss noch den Schlag. Ich muss noch die Schlaganimation reinwerfen. Ich meine, Emote reinwerfen. Den hier. Denn mit dem kann ich anscheinend Leute schubsen. Das wird sehr witzig, wenn wir das gleich austesten. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, worauf ihr alle gewartet habt, Leute. Nehme ich heute. Fangen wir erstmal an, alle Skins vom Stumble Pass uns zu gönnieren. Fangen wir an mit dem zufälligen Skin. Jetzt holen wir uns das erstmal. Wir bekommen aus dem erstmal. Wir kriegen einen Kommen. Der Ankommen. Kommen. Einen Touristen. Der gefällt mir nicht. Den rüsten wir fürs Erste aus. So, dann machen wir erstmal weiter mit episch oder besser. Oh, ich bin gespannt. Das heißt, wir kriegen nur episch oder legendär. Und noch speziell. Was kriegen wir? Wir bekommen Santa episch. Na? Oh, doch, alles gut. Kriegen Santa, alles gut. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Immer ein Skin, der gut aussieht. Machen wir dann erstmal weiter mit gewöhnlich oder besser. Wir bekommen daraus erstmal. Oh, seltene Biene. Ist auch ganz cool eigentlich, ne? So, dann machen wir erstmal weiter mit selten oder besser. Wir bekommen aus dem Glücksrad erstmal. Oh, ich dachte, ich krieg nochmal Santa. Das wäre so schlimm gewesen. Aber wir haben irgendwie dieses Opfer bekommen. Immerhin neuen Skin, nehme ich an. Was passiert eigentlich, wenn ich den gleichen Skin doppelt bekomme? Was passiert dann eigentlich? Könnte mir das bitte jemand sagen? Egal, okay, wir bekommen aus dem nächsten Glücksrad-Spin erstmal. Oh, nein! Oh, ich dachte, ich krieg den Römer? Sagen wir mal Römer, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall die Magierin, beziehungsweise doch die Magierin bekommen. Ist eigentlich an sich auch ganz cool, ne? Ich mag aber Santa mehr. Gut, gewöhnlich oder besser. Wir bekommen aus daraus erstmal. Ja, gewöhnlich, Digga. Wir kriegen irgend so einen Fußballer, Digga. Machen wir heute mit selten oder besser, Leute. Wir bekommen auch selten oder besser. Aber nein, ich wollte den Löwen. Nein. Oh, bitte den Panda, nein. Was ist das, Digga? Was ist das? Enttäuschung, Digga. Gut, machen wir heute mit selten oder besser. Wir bekommen uns daraus erstmal. Ninja, please. Nein, den hab ich doch schon.
Convert zu 8 Dollar. Ey, ja, irgendwelche Coins. Ja, mach ich, Digga. Ey, das ist so eine Enttäuschung. Guck mal weiter mit dem seltenen oder besser. Wir bekommen aus dem Glücksrad erstmal den Rennwagenfahrer. Ja, sieht ganz okay aus. Kann man machen. Mal weiter mit gewöhnlich oder besser. Wir bekommen daraus erstmal. Ja, wir kriegen den Weihnachtswichtel. Der ist ganz cool. Weihnachtselfen, genau, nicht Wichtel. Lost. Ja, das ist ganz cool. Dann mal weiter mit dem nächsten zufälligen Skin. Wir bekommen daraus erstmal. Bitte nice. Denn wir kriegen die legendäre. Oh nein. Denn wir kriegen die legendäre Mumie. Aber der Panda ist auch ganz cool. Den kann man mitnehmen. Machen wir weiter mit gewöhnlich oder besser. Leute, wir bekommen daraus erstmal. Na, ungewöhnlich. Der sieht auch ganz cool aus, finde ich. Aber nicht so der Burner. Da finde ich immer noch Santa am besten. Gut, machen wir weiter mit selten oder besser. Let's go, wir kommen daraus erstmal aus diesem Glücksrad. Episch, nice. Epischer Deep Diver, nice. Kann man machen. Machen wir dann weiter mit dem hier. Wir bekommen aus dem einen drin selten oder besser. Oh, der sieht fresh aus. Oha, der gefällt mir. Da muss ich mich entscheiden, ob ich den spiele oder als Zelter. Okay, auf jeden Fall bekommen wir als nächstes erstmal. Oh, bitte legendär. Nein, wir kriegen den Furry. Wir kriegen den Furry. Machen wir weiter mit gewöhnlich oder besser. Mann, ey. Ich will doch keinen Furry haben. Gut, wir bekommen jetzt nächstes. Das ist noch ein Furry. Okay, wir haben wieder einen Common bekommen. Meiner Herber. Guck mal weiter mit selten oder besser. Wir bekommen was selten oder besser. Oh, Dr. Eggman. Dr. Eggman, harter Version. Nein, wir kriegen ein Hütchen. Okay, nice. Gut, nächster Spin. Wir bekommen, was ist das, Bruder? Das ist irgend so ein König. Na, ist okay. Nächster Spin, Leute. Wir bekommen aus dem nächsten Spin dann erstmal. Oh, Ninja. Oh, nein. Schade, schade, schade. Ich hatte hoffentlich, dass das passiert mit dem Ninja. Gut, wir haben den Piloten-Crasher bekommen. Ist aber auch ganz cool eigentlich. Ich fand den Ninja aber besser. Gut, aus dem nächsten Spin bekommen wir erstmal einen seltenen Magier. Ja, sieht ganz okay aus. Kann man machen. Oh, oh, okay. Jetzt kommt der vorletzte Spin erstmal. Selten oder besser. Let's go. Wollte eigentlich gemacht, episch oder besser. Aber nee, nee, nee. Das machen wir zuletzt. Gut, selten oder besser machen wir jetzt, ja, vorletztes, wir bekommen daraus erstmal. Ohne Alien ist er, lol. Bitte Teufel, nein! Jetzt habe ich Duplikat bekommen, Digga. Was für Duplikat, Digga? Gib mal weg. Ich mache jetzt episch oder besser. Mann, ey, ich habe keinen einzigen Legendary bekommen, glaube ich sogar. Können wir gleich nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe aber keinen einzigen Legendary bekommen. Wir bekommen jetzt den Ninja. Ist ganz cool eigentlich. Das Samurai-Spezial sah aber auch fresh aus. So, wir haben jetzt den gesamten Pass durchgefahren. Kann man den vielleicht restarten? Kann man den vielleicht restarten? Weißt du das jemand? Nein, kann man leider nicht. Schade. Da würde ich mal sagen, Leute, gehen wir kurz zum Personalisieren. Haben wir irgendwas Gutes bekommen? Wir haben keinen einzigen legendären bekommen. Nichts? Nichts? Ich hab... Was? Leute, wir können noch ein bisschen spinnen, habe ich gerade gesehen. Schaut mal hier auf meine Coins. 800 fast von diesen Tokens. Ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen epischer Skin spinnen. Er hat ja zufällig einen epischen Skin mit Seltenheit episch oder besser. Let's go, Leute. Wir kaufen uns davon erstmal 10. So, wir bekommen aus dem ersten erstmal Dr. Eggman in harzer Version. Dann aus dem zweiten Spin bekommen wir erstmal den Typen aus SpongeBob im Film. Der hatten wir aber schon. Dann aus dem dritten Spin bekommen wir erstmal. Keine Ahnung, Digga. Einfach nix, Digga. Irgend so eine griechische Göttin oder so. Dann aus dem vierten Spin bekommen wir erstmal. Oh, die legendären! Legendären Crimson Skull! Der sieht kacke aus! Dann aus dem fünften Spin war das, ich habe keine Ahnung mehr. Kriegen wir wieder Santas Kacke, hatten wir schon. Dann aus dem nächsten Spin bekommen wir erstmal einen Dino. Okay, cool. Wir sind einfach ein T-Rex geworden. Einfach ein großes Maul, aber kein Bizeps, Digga. So, dann aus dem nächsten Spin bekommen wir erstmal wieder einen Ninja. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon, leider. So, dann aus dem nächsten Spin. Oh, okay, einen Pyro Chemical Props Typen, der. Let's go. Jetzt brauche ich nur noch einen Special Hatchen. Wir bekommen erstmal einen Roboter, einfach Ratchet und Clank, Digga. Dann aus dem nächsten Spin bekomme ich erstmal. Was ist das, Digga? Aber eine Prinzessin. Ich bin aber eine Prinzessin geworden. Oh, ich bin so wunderschön. Gut, das sind die Sachen, die wir bekommen haben. Ein Legendary. Ist ganz okay. Ich würde sagen, machen wir nochmal 10 Spins, wenn das geht. Das geht perfekt. Machen wir nochmal 10 weitere Spins, wenn wir bekommen hier erstmal. Na, leider kenne ich die Mumie. Mumie. Leider nicht die Mumie. Dann als nächstes bekomme ich. Oh, den legendären Marshmallow Panda. Das ist nicht Marshmallow der Musiker. Ich weiß nicht, was du meinst. Stumblegeist, Digga. Oh nein! Ich dachte, ich krieg jetzt den Drachen aus irgendwie Ragnarok oder so. So, dann als nächstes bekomme ich. Nein! Ich werde hier einfach gescampt und verarscht. Jetzt kriege ich wieder irgendeinen Typen, den ich schon hatte. Einfach den Pyros. Ich will jetzt das mal. Team Fortress 2 bekomme ich. Wieder einen epischen High. Okay. Oh, wieder einen König. Aber ich glaube, den hatte ich schon. Ja, den hatte ich schon. Mann, ich krieg nur Skins, die ich schon hatte. So schlimm, ey. Oh nein! Ich krieg einen verdammten Raccoon. Ein Waschbär. Jetzt habe ich einen weiteren König bekommen. Den hatte ich aber. Den hatte ich nicht. Oh, das war der andere, den ich dann hatte. Okay, vergesst es dann. So, aus dem nächsten bekommen wir erstmal. Wieder ein Clank aus Ratchet & Clank. Okay. Wieder 4 Duplikate bekommen. Nice. Wie viele können wir jetzt nochmal kaufen dazu? Ja, wir können auch 5 weitere öffnen. Komm, öffnen wir noch 5 weitere. Leute. Wir bekommen aus den nächsten 5 erstmal. Wieder einen Raccoon, den hatte ich schon. Oh, einen Special. Was? Einen Special? Was? Ich habe einen Special bekommen, Leute. Was? Oha. Okay, let's go. Ist mir jetzt so egal, was ich bekomme. Hoffentlich noch einen weiteren Special. Schauen wir erstmal gleich nach, was das für ein Special ist, Digga. Let's go. Wieder einen legendären, den hatte ich aber schon. Bin aber gespannt, wie viel Duplikat bringt der? Ah, 30 nur, das ist gar nichts. Okay, wir haben den Samuraien bekommen. Okay. Warte, wir öffnen noch ganz, ganz schnell noch 2 weitere, okay? Wir öffnen ganz, ganz schnell noch 2 weitere Spins. Let's go. Wir bekommen aus dem ersten fast den legendären, schade. Und aus dem zweiten Spin bekommen wir erstmal. Ja, irgend so ein Skin. Hat er eine Banane auf dem Kopf? Ah, nee, ist eine Mütze, Digga. Victor, das. So, warte mal. Geh
gehen wir kurz zu unserem Inventar, Leute. Das Skins. Legendär. Ich meine sogar special. So sieht der Dimatri. Dynamitron aus, Leute. Let's go. Das ist der Dynamitron. Nice, Mann. Verwenden wir den erstmal. So, dann gehen wir erstmal hier spielen. Let's go. Jetzt will ich erstmal eine Runde spielen mit dem Schubsen-Emote. Das wird witzig. Okay, let's go. Humble Stumble, Digga. Let's go. Jetzt wird gezockt, Leute. Irgendwie hat man keine Sounds im Spiel, die Hälfte. Das ist voll komisch. So, okay. Oh. Ich hoffe, das Skin macht mich automatisch besser. Oh, stimmt. Ich kann Leute in der Luft wegschlagen. Warte, wir schlagen den mal kurz weg. Kann ich den wegschlagen? Hallo? Ich habe aber wirklich geschlagen. Warte. Den erbauen wir auch kurz. Irgendwie schlagen. Oh, der ist sowieso schon gestorben. Ah, ich auch. Warte, schlagen wir den Panda weg? Schlagen wir den Panda tot. Nein. Oh, ich muss ihn wegschlagen. Ich muss ihn weg hier schlagen. Komm. Ich muss ihn runterschlagen. Ah! Ich habe gerade jemanden ermordet. Digga! Sobald man das Ding anfasst, stirbt man einfach, Mann. Nein! Das Skin macht mich zu gut, Leute. Vertraut mir, ja? Das Skin macht. Ah! Vertraut mir, das Skin macht mich zu gut. Ich hab so verkackt, Mann. Komm, dann werde ich den Typen immer noch ermorden. So, da. Kann ich das sogar noch schaffen? Nee, kann ich nicht. Ja, komplett verkackt, Digga. Guck, schaut euch das an, was ich jetzt mache. So, ich dreh mich um. Schlag jetzt. Hallo, willst du nicht jemanden schlagen? Hallo? Schlag doch wen! Na, jetzt, Digga. So lange hat's gedauert, jemanden zu schlagen, oder was? Was ist das, Digga? Ich dachte jetzt, weil ich Pay-to-Win bin, habe ich irgendwie OP-Kräfte. Bin voll kacke. Ich schlag den jetzt erstmal. Bleib stehen, du wirst jetzt geschlagen. Kann ich keinen schlagen? Irgendwie ist das Schlagen voll kacke. Das soll voll OP sein. Es kann auch sein, dass ich ja voll kacke bin, ehrlich gesagt, ne? Das ist natürlich nicht stimmt. Ich bin der beste Spieler der Welt, muss man natürlich sagen. Aber. Ach, schade. Aber irgendwie, ich kann nicht schlagen. Hat immer 3 Sekunden Cooldown. Okay, das ist dann gut zu wissen. Aber an sich, na, keine Ahnung, für mich ist das nicht so nice. Ehrlich gesagt, dieser Schlag-Emote. Weil ich halt nicht so gut bin im Spiel momentan. Momentan! Guter Call, das Schlagen ist auf Ice Maps OP. Sehr guter Call. So, Leute, gewinnen wir kurz die Runde, Digga, mit unserem OP-Skin. Denn, falls ihr es nicht wusstet, Leute, in Stumble Guys, wenn ihr, desto besser, ich meine, desto seltener die Skins sind in Stumble Guys, desto besser seid ihr sozusagen. Das heißt, ihr gewinnt dann jede Runde, wenn eure Skins besser sind. Werdet ihr jetzt sehen. Ich werde jetzt dieses Match hier gewinnen. Guck, habt ihr gesehen, wie er gestorben ist? Das ist mir nicht passiert, wegen meinem Skin, Leute. Schau mal, ich bin Platz. Ich glaube, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, irgendwie mein Skin wurde noch nicht... Ah! Mein Pay-to-Win-Sein wurde noch nicht... Ah! Mein Pay-to-Win-Sein wurde... Was? Ich glaube, mein Pay-to-Win-Sein wurde wirklich noch nicht registriert. Komm, wir machen kurz... Was macht der auf einmal, Digga? Auf einmal macht der Umdrehung, Digga. Man kann auch übertreiben. Nee, ich mach jetzt den chilligen, Digga. Der macht auf einmal die ganze Umdrehung, Digga. Chill mal. Egal, ich bin noch ins Ziel gekommen. Alles gut, Leute, alles gut. In Wahrheit verarsche ich euch nur die ganze Zeit, damit ich im Finale ultra fett Hops nehmen kann. Ja, vertraut mir, Leute. Super. Oh, was ist das, Digga? Hä? Sieht ja voll geil aus. Darauf bin ich gespannt. Nein, ich will den Pinguin schlagen. Ich will den Pinguin eingeschlagen. Ich bin aber auf Platz 1. Obwohl, warte, der Teufel. Nein! Ah! Opfer, ich geh jetzt leiden. Ich wollte gerade, weil ich schlagen wollte, einfach... Oh, okay, aufgehalten. Nein, der Pinguin wird gewinnen. Nein! Der Pinguin wird sowas von gewinnen. Und okay, der Pinguin ist tot. Alles gut, Leute, ich werde gewinnen, weil ich bin Profi im Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es wusste, aber ich bin Profi, weil ich habe den besten Skin in Fortnite. Oh, ich werde so gewinnen! So, jetzt. Alles gut, Leute. Alles gut. Okay, alles gut. Ich habe gewonnen. Tja, Leute. Ich habe ja gesagt, sobald ihr den besten Skin habt, so einen speziellen Skin habt, gewinnt ihr jede Runde. Ihr habt gesehen, ich habe eine Runde gespielt. Vertraut mir. Und ich habe gewonnen. Ich habe es auch gesagt. So, lass mal in den Shop gehen. Was gibt's hier noch zu kaufen? Es gibt hier an sich nochmal für seltene, seltene Skins zu kaufen. Komm, machen wir mal noch ein paar Skins. Okay, hier kann man leider keine Spezialskins sehen. Sieht so aus, oder? Tatsache, man kann keine Special Skins bekommen. Das ist schade. Deswegen würde ich mal sagen, öffnen wir hier nur 5 von, okay? Öffnen wir nur 5 selten oder besser Dinger. Wir bekommen auf jeden Fall aus dem ersten. Was, Bruder? Ich habe keine Ahnung, was das war. Okay, aus dem nächsten bekommen wir erstmal. Oh, okay, der ist cool. Einfach so ein Berserker. Ich wollte eigentlich Barbar sagen, aber Berserker ist cool. Dann kriegen wir erstmal irgendwie so einen Gamer. Streamer Sophia. Ich sag doch, ein Gamer. Dann erstmal wieder einen Rennwagen-Typen. Den hatte ich noch nicht. Ich hatte nur den gelben. Und dann aus dem letzten, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Bekommen wir. Oh, der sieht cool aus. Den The Mountain Krieger. Den hatten wir ja schon, aber halt ein bisschen hellerer Form. Der sieht cool aus. Felix, du weißt ganz genau. Ich muss es ausgeben. Ich muss mir jetzt das Mega-Angebot für 50 Euro kaufen. Let's go, Felix. Kaufen Sie jetzt mal das Mega-Angebot für 50 Euro. Ich krieg 3800 Marken. Oh mein Gott, meine Marken. Ich habe jetzt 3800 Marken bekommen und diesen komischen Skin. Aber irgendwie habe ich den komischen Skin nicht bekommen. Hä? Wurde es gestampt? Ich habe gerade 50 Euro aus. Ich habe die Tokens bekommen. Wo ist aber der Skin? Du musst das Glücksspinnen. Und beim nächsten Glücksspinnen bekommst du safe ein legendäres. Ist es das? Okay, warte, dann probieren wir das erstmal aus. Habe ich hier. Nee, ich habe hier keinen kostenlosen Spin. Einfach seltenes Angebot. 5x für einen Euro. Ja, moin. So, warte, machen wir einfach hier mal kurz einen Spin hier. Let's go. Stimmt das? Weil da müsste ich tatsächlich jetzt einen Unique, ich meine, den Special bekommen, oder? Stimmt das? Ja,
Du hattest recht, Felix. Nein, hast du nicht. Ey, ich wurde wirklich gescammt. Hä? Hä? So, warte, gehen wir jetzt hier irgendwo hin? Nee, ich wurde wortwörtlich. Ich habe keinen legendären Skin. Gibt's nicht. Ich wurde gerade von der Fall Guys Kopie um 50 Euro gescammt. Digga, darauf erstmal einen epischen Skin öffnen. Darauf erstmal einen Floss. Darauf erstmal einen Floss, Digga. Ich krieg nicht mehr legendär. Ich krieg irgendwie so. Ich hätte fast einen Furry bekommen, Digga. Ich hätte fast wieder angefangen zu schreien. Du hast den blauen nochmal bekommen. Warte, wie viele Spins? Das stand doch 3800 diese Tokens, ne? Beim Kaufen. Oder, Felix? Ja, du hast 3800 bekommen. Das heißt, es kann nicht mal sein, dass ich ein Duplikat bekommen habe, weil dann wäre es ja verkauft worden für 700 Token. Ja, du wurdest gescammt. Ich wurde einfach gescammt. Ich habe nur 3000, ich hätte 4500 Tokens bekommen müssen, aber nur 3800 bekommen. Ich wurde einfach gescammt. Schau euch dann nochmal dieses Video und natürlich meine Stumble Guys Playlist an.